Uhu. Ihr habt es euch gewünscht und deswegen fahren wir heute mal einen stinknormalen Regionalexpress in Form von so einem richtig schönen roten Doppelstock. Und welche Strecke eignet sich besser als die Main-Spessart-Bahn? Da gehen wir einmal auf den Fahrplan. Da machen wir heute mal diese Verbindung hier von Gemünden nach Heigenbrücken. Expressverbindung, das klingt gut. Wie immer strahlender Sonnenschein im Sommer. Let's go. Fahren Sie einen Expresszug Richtung Westen. Wird gemacht, Chef. Da bin ich auch schon. Türen entriegeln, ja, das wird doch direkt gemacht. Ich bin den sehr lange nicht gefahren, muss man sagen. Hier, Fahrgasttüren öffnen. Weiß er jetzt schon wo? Nee, woher auch? Lass mal schauen. Ah, hier, Türseitenwähler. Links, so. Und die möchte ich einmal öffnen. Ach so, der Richtungswender muss reingesteckt sein. Und mindestens auf neutral stehen. Und jetzt kann ich es öffnen. Ah, was eine Geburt. RB 59 nach Heigenbrücken. Die sind aber auch echt toll, diese Züge. Also da fahre ich echt gerne mit. Ich gehe meistens hier hoch und gucke, ob ich irgendwo einen Platz finde. Herzlich willkommen bei Ihrer überteuerten Reise mit der Deutschen Bahn. Selbstverständlich sind wir heute, wie immer, auch zu spät. Wir gucken schon mal, wo die Systeme sind. Ich würde nämlich gerne mit PZB und SIFA fahren. SIFA ein, PZB ein. Ja, das ging doch ziemlich flott. Dann müssen wir noch 10 Sekunden warten. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir können ja schon mal die Lok vorbereiten. Und zwar ist es hier relativ dunkel. Was haben wir hier? Ja, Führerstandbeleuchtung ist doch schön. Zuglichter ein. Türen verriegeln. Sehr gut. Dann einmal schließen. Da gehen die Türen zu. Eine AFB gibt es leider nicht. Tempomat, soweit ich weiß, auch nicht. Ja, gut. Bremsschlüssel noch ein. Warum braucht man den eigentlich? Dann würde ich sagen, volle Fahrt voraus. Nächster Halt ist Loher Bahnhof in 10 Kilometer. Das ist ja relativ weit. Einmal noch befreien. Boah, war das laut. Ich dachte, ich krieg eine Zwangsbremsung. Aber als ob mir sowas schon mal passiert wäre. Ein bisschen mehr Gas können wir schon geben. Was ich mich halt auch frage, diese internen Führerstände, die werden in der Realität relativ selten genutzt, habe ich den Eindruck. Warum? Liegt das einfach daran, dass dieser Führerstand einfach diese Lok da hinten steuert? Weil es ist ja kein Triebkopf hier vorne, oder? Das ist ja wirklich nur ein Führerstand und keine Lok selbst. Also keine Ahnung, falls ihr Ahnung habt, wie gesagt, klärt mich immer gerne auf. Ich finde sowas immer sehr spannend zu wissen. Gleich dürfen wir etwas schneller fahren, um genau zu sein jetzt. Und das nutzen wir auch direkt aus, denn ich versuche heute mal pünktlich zu kommen. Die Erwartungen daran haben die Gäste zwar eh schon aufgegeben, aber versuchen kann man es ja mal. So, 110. Jetzt entspannt rollen lassen. Also diese Doppelstockzüge, die haben schon was, gerade mit dem Rot. Also ich mag die sehr gerne. Wisst ihr übrigens, was ich auch sehr gerne mag? Holy! Der einzig wahre Energy ohne Zucker, Taurin oder sonstigen Bullshit. Ich finde ihn einfach unfassbar lecker, hab ihn persönlich auch schon ewig und ich sehe gerade, ich habe vergessen zu schütteln. Das heißt nämlich auch nicht umsonst Shaker. Holy macht übrigens nicht nur Energy, sondern auch Eistee und Hydration-Getränke für den Sport. Finde ich unfassbar cool. Alles natürlich, also ohne Chemie oder Zucker. Von jeder Rubrik gibt es aber auch verdammt coole Probierpakete. Da kann man mal schauen, was passt zu einem, was nicht. Ihr könnt euch also sehr gerne bei Holy mal umschauen, würde mich freuen. Mit meinem Link in der Beschreibung und dem Code Felix5 spart ihr 5 Euro auf die erste Bestellung oder mit dem Code Felix10 spart ihr immer 10%. Ich würde sagen, es lohnt sich. Unterstützen tut ihr mich damit übrigens auch noch, also ich würde mich wirklich sehr freuen. Ich sehe gerade, wir fahren hier an so einem richtig schönen Fluss vorbei. Das ist ja schön. Und rechts von uns ist einfach ein riesiger Berg. Also diese Gegenden immer 1A. Da ist der Kollege. Moin! Schön mit 130 hier langballern, mit dem vollen Doppelstock. Ach, ist der schön. Jetzt fahren wir gleich 150. Was dürfen wir denn? Hier, höchste zugelassene Geschwindigkeit, 160. Ja, dann kann man das doch schon mal ausreizen, oder? Boah, ist der Zug schön. Oh, warte, ich bin zu schnell. Halt! Alarm! Alarm! In 1 Kilometer muss ich auch schon halten. Das heißt, wir können schon mal bremsen. Vom Zeitplan her bin ich aber aktuell gar nicht so schlecht. Hier ist schon der Bahnsteig. Noch entspannt bis vorne rollen. Und stopp. Dann rechte Türen bitte. Genau. Öffnen. Da gehen sie auf. So, pünktlich machen wir aber auch die Türen wieder zu. Denn aktuell bin ich noch ziemlich gut im Zeitplan. Also 30 Sekunden drüber, finde ich, kann man aufholen. So, jetzt let's go. Vollgas. Und jetzt holen wir sogar die 30 Sekunden auch noch auf. Weiter geht es. Gleich dürfen wir nur noch 100 fahren. Wie schade. Ja komm, dann muss ich wohl oder übel langsam bremsen. Wenn auch nur leicht. Denn es geht eh bergauf, aber trotzdem schade. Nächster Halt ist Wiestal oder Wistal. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Es klingt interessant und ist noch 8 Kilometer weg. Aha, 120. Das gefällt mir. Achtung, gleich müsste es gelten. Was sagen mir diese Dinge eigentlich? Sagen die mir den Abstand zum Signal, wie bei der Autobahn zur Ausfahrt oder was heißt das genau? Falls ihr übrigens Ideen habt für Szenarien,
oder Experimente, die ich mal machen soll im Zugsimulator, dann lasst es mich immer gerne wissen, weil auf so neue Ideen zu kommen, ist aktuell gar nicht so einfach. Aber ich bin mir sicher, euch fällt bestimmt was sehr Cooles ein. Hier hinten ist die Lok. Ist das jetzt wirklich die einzige Lok, die Gas gibt? Das heißt, die drückt uns jetzt quasi? Oder hat der Zug vorne jetzt wirklich eigene Drehgestelle, die Gas geben? Das wäre spannend. Aber ich glaube wirklich, vorne gebe ich nur die Befehle und die Lok hinten führt es aus. Habt ihr eigentlich Lust, dass ich mal wieder richtig ICE fahre? Also mit LZB so richtig durch die Gegend ballern? Habe ich lange nicht gemacht. Also ich habe mal das Experiment gemacht, wo ich zwei Triebköpfe von einem ICE 1 zusammengebacken habe. Und damit bin ich 400 gefahren. Das war ultraschnell. Das Video werde ich euch jetzt hier oben einblenden. Das war richtig heftig. Schaut es euch gerne an. Aber natürlich erst nach diesem Video hier noch 2,4 Kilometer. Dann kommt der nächste Bahnhof. Und da sind die ganzen Leute im Zug. Moin! Jetzt können wir noch ein bisschen rollen lassen, denn in einem Kilometer muss ich eben schon halten. Es geht bergauf, das macht mir das Bremsen relativ entspannt. Was ist das denn für ein Güterzug? Alter, da fahre ich auch schon wieder ein. So viel los ist hier aber gar nicht, oder? Ja doch, ein paar Leute sind schon da. Na, immerhin. Und stopp. Perfekt. Wie vorhin auch, die rechten Türen. Öffnen. Kommen Sie alle rein. Können Sie rausgucken. Boah, Leute, ich bin pünktlich. Wahnsinn. Noch 30 Sekunden warten. Da kann man mir echt mal auf die Schulter klopfen. Oder noch besser, Holi abchecken. Genau jetzt kann ich die Türen zumachen. Das ist super. Schließen, Bremse lösen. Da gehen Sie zu. Und jetzt geht's weiter nach Heigenbrücken. Ist das schon der Zielbahnhof? Ja, Tatsache, Heigenbrücken. Ja, perfekt. Let's go. Noch 5 Kilometer. Das kriegen wir hin. Was qualmt denn da hinten so? Brennt's da? Apropos brennen, ich habe ja neulich mal ein Szenario gespielt, wo es richtig fett gebrannt hat. Schaut's euch gerne an, auch das werde ich euch hier oben einblenden. Aber wie vorhin auch, erst nach diesem Video anschauen. Wieso meldet sich die SIFA eigentlich kein einziges Mal? Ich habe die doch eingeschaltet. Ein, ja, hm. Oder ich drücke mittlerweile automatisch, das kann auch sein. Weil irgendwann merkt man das ja kaum noch, wenn man mit seinem Mittelfinger da immer einmal auf Q drückt. Wachsam, alles klar, klick. So, verlangsamen, wird selbstverständlich auch gemacht. Denn gleich kommt ein rotes Signal. Hä? SIFA? Wachsam? Ach, schon wieder wachsam? Hä? Ich hab doch wachsam gedrückt? Ich bin verwirrt. Hä? Ich hab gar keinen Plan, was gerade passiert ist. WT nicht zeitgerecht betätigt. Hä? Ich hab doch wachsam gedrückt? Oder muss ich zwei... Hä? Ich hab gar keinen Plan. Schreibt mir in die Kommentare, was passiert ist. Dann mache ich es beim nächsten Mal besser. So, Bremse lösen, befreien, wachsam. Hallo? Hallo? Maul. Ah, alles klar, dankeschön. V-Überwachung 45. Gut, da kann ich mit leben. So weit ist es ja nicht mehr. Und wahrscheinlich kann ich mich beim nächsten Magneten befreien. Also hoffe ich. Vielleicht funktioniert es auch ganz anders, keine Ahnung. Ach, ist das ärgerlich, der schöne Zeitplan. Aber es könnte noch was werden. Ach, also wenn das ein Zugführer sieht, der denkt, ich bin komplett dumm. Möglicherweise hätte er da auch recht. So, da ist zweimal gelb, das heißt gleich kommt rot. Und jetzt muss ich wachsam drücken. Ja, genau. Und SIFA. Ach, das war echt die SIFA vorhin. Warte, pleite. So, da hinten kommt der Bahnsteig. Befreiung nicht möglich. Ja, alles gut. Will ich ja gar nicht. Noch 400 Meter. Ach, ist das schön hier. Bei schönem Wetter durch die Gegend fahren. Mit so einem schönen roten Doppelstock. Also, was gibt es Schöneres? Ich sag's wahrscheinlich schon zum 100. Mal. Aber ganz ehrlich. Egal. Bleiben Sie unter 45. Ja, mache ich ja sowieso. Noch bis vorne rollen. Und... stopp. Jetzt stehen wir hier vor dem roten Signal. Türen öffnen. Genau. Einmal rechts. Ja, da haben wir das Ziel schon erreicht. Aber das Schlimmste kommt erst noch. Und zwar die Auswertung. Lass mal schauen. Obwohl, das geht ja noch. Haltegenauigkeit ist völlig okay. Wir haben Gold bekommen, immerhin. Besser geht's, glaube ich, auch gar nicht. Denn das ist ja eine ältere Strecke. Da gab's Platin noch nicht. Ja, hier und da mal ein bisschen zu spät verlangsamt. Aber mein Gott, völlig okay. Dann, wie gesagt, Szenario- oder Experimentideen immer gerne in die Kommentare. Zwei coole Videos blende ich euch jetzt hier ein. Checkt Holi ab und bis zum nächsten Mal.